Ein Sonntag mitten in der Ernte wäre eigentlich zum Ausruhen gut gewesen. Und so saßen in der Eisenbahn von Freising herüber, über Schwabhausen und Marktindersdorf, nur ein paar Leute. Ein Sohn, der vom Freisinger Gymnasium auf den elterlichen Hof in Ferienheim kam, der jüngere Sohn des Ruhrbauern, groß geworden, recht erwachsen, für einen Gymnasiasten kaum zu erkennen. In Erdweg steigen zwei Mädchen ein. Die Lukas-Stasi, die Tochter des Großbauern aus Weidach, erkennt ihren Schulkameraden gleich. Ach, der Michi. Stasi. Kommst du im Vakanzheim? Ja. Ja, dann bist du am Ende in Rup gesehen. Von Weidach. Ja. Ja, da schau her. Jetzt wird's ja nicht mehr lang hergehen, mein Gymnasium. Ja, wie lange hast du denn da noch zu tun? Ne? 2 Jahre, alleweil noch. 2 Jahre, Marand Josef. Du bist schon so lange auf der Stube. Hm? Wird dich dein Vater abholen von der Bahn? Weiß nicht. Nun heute, am Sonntag doch. Sein Vater, der Rueb von der Leiten, hatte sich seinen gewohnten Sonntagsrausch angetrunken und nahm einen kleinen Häuselmann in die Arbeit. Hey Vater, vor dem Main 200 Grünzleib gehabt. Du lügst. Ich? Hab es mein Vater nicht gesagt? Ja, wo gesagt haben, was er Menge hat, der Leibbetrüger. Das Grabeine möchtest du meinen Vater schimpfen, du. Du. Dann nehm lieber du, auch gerade wie du. Jetzt, Amanda, hast du was hören lassen. Jetzt kriege dich! Jetzt hört's mal auf mit eurem Geschrei. Sind andere Leute auch noch da? Mir bekommen die anderen Leute gar nichts. Und du schon kleine. Bist schon gut. Die kenne ich gut, die. Ideal, und deswegen gebe ich mich nicht ab mit dir. Nicht einmal, wenn's nicht dann warst. Du brotzt dich vor die anderen. Aber nicht gegen meiner. Von dir weiß ich allerhand. So viel du magst. Wegen was hat denn selbst mal das Hirtenmensch so geschwind fort müssen bei ihm? Soll ich dir sagen, was die Leute gesagt haben? Du Freischwinner, du Schlitzohrer da. Möchte er aber das Muster sein für die ganz Gmahr. Dabei hat er ihm sein Bein ins Hirtenmensch rausgehauen. Jetzt könnte ich dich verklagen, nicht? Aber du warst der Letzte, mit dem ich mich vor das Gericht hinstellen möchte. Und weil du schon gesagt hast, du warst allerhand, eins warst du nicht. Wirst du selben helfen sollst. Brauche ich dich dazu? Ich war nicht so brav. Für gute Nacht. Für Luca. Ja, habt's. Vielleicht, wenn was schüttet da herin. So, na, hergeh und sag, dass ich ihm was schuldig bin. Und der Klumpen, der Vater, hat sich weggeschworen von den 200 Gulden. Da muss zu dem, der hat keine Ruhe da drin. Da hätte er jeden Sonntag die besuchende Gaudi. Werf das aber nicht bei mir herin. Außer sag ich, außer bei Loch. Dem käme ich recht, passe dem Haderlum. Ja, ja, morgen, aber nicht heiß. Das gehst du aus dem Brunnen und wasch dich ab. Wir sind miteinander in die Schule gegangen. Ach so. Wie hast mir du dein Gläsenbrot geschenkt hast? Weil mir der Lehrer so hergehaut hat. Weißt du das noch? Jemand von deinen Leuten? Nein. Hätte mich auch gewundert. Ich weiß noch gut, wie du in die Studie gekommen bist. Das ist selbig Jahr gewesen, wo es mein Langkehr gebrennt hat. Wie lange ist jetzt das schon wieder her? Du, und wann kriegst du endlich deine ersten Weichen? Vielleicht muss ich doch mit dem Gymnasium fertig sein. Ja, so.
Dürfte nicht sein, einer sagt zu mir. Ja, Heiser. Sonst heute denn auch. Oh, was ne Bische. Zehn Lase, die das schwarz wird. Für Gott. Für Gott. Hast du um eine Hochzeit geschafft? Ich lauf doch die Mannsbilder nicht nach. Ich hab mir gedacht, ich hab schon lange einen Schatz. Hast du dir das gedacht? Das kann. So fragt man die Leute aus. Früher hätte man alles gesagt. Ja, früher. Überhaupt. Wie groß du bist. So sauber. Geh du, jetzt kommen wir mit dem daher. Das sagst du gerade so. Ja, Chris. Hat's gleich Dreh verschlungen. Ist gut. Du bist einer. Zuerst sagt er gar nichts und am Ende kam er so daher. Was hast du gewusst, hat zu mir gesagt? Ich weiß nicht. Dass du dann gar nicht an mich bekümmert hast, wenn du daheim gewesen bist. So halt. Schau, gar so lange war ich nicht daheim. Ich hab mir gedacht, weil du Geistli wärst, am Ende darf mit der Mädel gar nicht reden. Red du der Pfarrer auch, mir denk. Vielleicht bald seid ihr daheim. Dann dürfen sie wieder. Aber der Komprater hebt den Kopf auch auf Zeiten und schaut weg. Vielleicht, dass das eine Vorschrift ist. Ich glaub, du möchtest mit der Blecker. Da liegt wer. Am Ende fehlt ihm etwas. Vater, fehlt dir was? Ja? Was ist? Ja, du bist es. Wie kommst denn du daher? Wo der Station halt. Ist da voller Blut. Ja, ich? Auf die Nase bin ich halt gefallen. Jetzt habe ich gleich angeschlafen. Du musst dich nicht ein wenig abputzen. Ist ja kein Wasser nicht da. Es hat Zeit, bis ich daheim bin. Was ist denn für ein Weibsmittel da? Das? Du kannst da sein. Bist du mit der gegangen? Ja. Oder Bahnhofer. Mit den Leuten will ich überhaupt nichts da haben. Das merkst du. Wen darf man da noch dürfen? Du hast gar nicht, sag ich. Von dem Geschwollkopf von Lukas will ich einmal nichts hören. Gerade vor einer Stunde habe ich es einmal richtig gesagt. Und da wird's dumm. Was er für einer ist. Vor alle Leute. Wie es gewesen ist damals. Das hört der Mensch von Hof ab müssen. Was hat denn da halt? Er sagt, der ist auf Nosen gefallen. Der Michi hat ihn gefunden im Kornhaus, der drinnen wieder geschlafen hat am heiligsten Mittag. So wird er wieder gewesen sein. Ja, nichts anderes nicht. Weißt du, der Michi schon von der Loni? Ja, Mutter sagt es ihm gerade. Loni geht so schlecht. Dass der so an ihr hängt. Ja, sie ist wie eine zweite Mutter zu ihm gewesen. 20 Jahre war sie im Dienst, darum haben sie das Austragshäusl da hingegeben. Dass wir nichts geschrieben haben. Na schau, sie haben so halt gedacht, dass ich dich schon noch da wart. Und jetzt bist du ja da. Wie geht's denn, Michi? Und mei, mir. Es sind gerade die halber besser gegangen. Ich bin ein altes Leid. Und es muss halt einmal sein, dass es ein Ende nimmt. Weißt du noch da bist. Wir kennen da noch richtig per Gott nicht mehr voneinander. Na, hab ich gar nicht mehr. Michi, du hast da die Mutter und deine Geschwister. Du weißt das sein. Ernstbot, und wir dürfen uns die Füße auskugeln. Die Loni war uns mehr wert, Ernstbot. Und sie möchte halt den Notar. Eine Pinkserei ist deswegen ihre Bombe. Meint man schon, sie lasse den größten Bauernhof zurück. Es könnte ein Testament werden. Ihren Reden nach möchte ich es an Michi zuschreiben. Michi? Na, wenn Sie es ihm geben, will man es von mir nicht hindern. Sonst stirbt es am Ende sehr Schreiber, der Liederliche. Sag's dir, bei der Bartzherin ist Spanier auf der Stehe und fahre selber auf Dach rein und bringe einen Notarepin. Sie glaubt, heute ist pressiert. Auf die
die Bordet geht jetzt zusammen. Zuerst muss da aber geschenk sein. Huckst dir mal in eine gute Pfarrei rein? Ja, und dann. Hast du noch Arbeit keine Freude zu der Stute? Ich hab noch keinen Tag gar nicht gehabt. Ja, ja. Mir ist denn nie recht gewesen, dass man die gezwungen hat. Hätten sie mich da warm lassen. Aber ich wäre gar nie ein Geist leer. Gar nie. In der letzten Stunde kehre ich nur. Man soll's halt kennen, beißt die Leute. Zu was das hinkehren, zu was taugen. Wenn man sogar beim Viech kennt. Aber dein Vater hat sich das einmal eingebildet. Mutter hat mir auch nicht geholfen. Michi, die Eltern können nicht bloß fragen, ob ein Kind mag. Aber ob's kann, ob's nicht mag. Sollen's fragen. Wenn sich der Vater nicht so einspreizert, nachher habe ich mir gedacht, ob er nicht auf die landwirtschaftliche Schule in Weinstefan gehen soll. Kostet das viel Geld? Nicht so viel, als wenn ich aufs Gymnasium zurückgehe. Wenn das ja gar nicht so viel Geld kostet, nachher viel wieder. Du, lange Mutter. Ja, ich hab ein bisschen was. Und das soll dir gehören. Nein, das musst du sehen gehalten. Ich will bald nichts mehr behalten können. Geh. Und das musst du mir denken. Warum nicht? Ich hab nicht mehr viel Zeit, dass ich es rausschieb. Und ich hab nichts anderes mehr zu denken, als gerade dies. Warum sollst denn du nicht mehr gesund werden? Weil es gar ist, Bub. Das kenn ich gut. Und das ist war auch recht so. Darf mich unser Herrgott ja straffen, wenn er mich als ein Kranker umeinander hochgelassen hat. Über das reden wir nichts mehr. Ich mach die Sache und nachher wirst du ein richtiger Mensch. Gell? Kein Sinn wirst du jetzt, wenn du auf die Weise von der geistlichen Studie wegkommst. Nein. Das braucht dir ja kein Kümmernis nicht sein. Wenn er drei Ochsen. Naja, grüß halt einmal. Soll er Wein noch verdruss? Der geht bei uns nicht aus. Von einem Sonntag wollte ich noch gar nichts sagen. Obwohl das das auch schier genug ist. Wenn er dann nach einem halben Tag seine Reihe schon schlaft. Aber wie oft kommt's vor, sogar in der Abend, dass er mitten unter der Woche wegfährt, auf Dach eine oder auf Alto Münstomi. Es war kein Wunder, dass man zukaufst. Er lässt sie in Handelsschaften einziehen, die wohl nicht versteht. Und verliert das Geld dabei. Und für uns kann er hoch nicht aufkommen. Ja, wie kommt er denn zu dem? Dem Wirtshaus halt. Alles Gute daheim ist. Da kommt er mit den Handlern zusammen. Und die schwatzen ihm was auf. Und ausreden lässt er mir nichts, du kennst ihn doch. Da war einem da ein Ross zum Verschachern, der andere Holz. Und dem gar so viel Geld zum Verderben war. Das macht er gar einen kleinen Profit, dann ist noch schlechter. Na, man, der Schall ist der Beste beim Handel und beim Schachern. Und fahrt in die Wirtshäuser, Mann, und hockt gerade nebi. Und dort, wo es gut wie groß. Und zuletzt zahlt der Arbeit drauf. Zu den gar nichts. Ah, nicht einmal, dass auf mir reden was gibt. Die Woche sollte auf Dach rein, dass der Notar zu der Lohnerste kommt. Und weil man einen Gaul in der Hansnot in die braucht, wird's verschoben. Und die alte Arbeit sind in der Unruhe ganz auf. Und dann fahr ich rein. Weil mir der Kaspers Radl leicht. Dein Bruder? Ah, der Hochwerden. Willst du uns denn sehen gehen zur Arbeit? Oder willst du was zuschauen, wie andere Leute spitzen? Sagst mir nicht, Pöppin. Ich arbeite gern mit, bald mit der Basel Stanzi. Ach, ist ja er. Mit einem geweichten Herrn, oder? Halb geweicht. Ich lass gut sein. Und dass ich nicht vergisst, am Nachmittag musst du bei der Radl leihen. Du musst auf Stall heim werden und Tarif stehen. Ja, ist schon, ja.
oder Herr? Heute ist einmal richtig geschmiedet zum Arbeiten. Ja, war schon recht. Aha, da kommen wir da überhaupt nicht lang. Aber ihr Bauern seid ja nie zufrieden. Sagen Sie mal, geht's da zu einem Bauern namens Umbricht, Michael Umbricht, zum Rupp auf der Leiten. Ja, das Haus da drüben ist. Also, Dankeschön. Guten Tag und gute Verrichtung. Siehst du, grüß dich. Dein Mai. Stellt's nicht rum. Wir haben einen schönen Fleck zum Abhauen. Jetzt haben wir's. Was wird das wieder sein? Schulden wird er haben. Mit seiner Teischlerei, mit seiner Gottverdammten. Was man da noch alles erleben muss. Ja, dass wir runterrutschen. In der gibt er ja keine Ruhe, der liederliche Mensch, bis nicht alles hier ist. Ach, Gott sei Dank. Am liebsten schmeiße ich diese Sansi und gang auf und davor. Was geht? Kriege ich doch meinen Lohn richtig. Du musst nicht warten und rumreden, um mich jetzt zu merken. Aber lang tue ich nicht mehr mit. Meinst du, ich soll heimgehen und schauen? Ach, was sägest du denn da? Was geht's da? Hoffentlich ein Geld, sonst müsst ihr was finden. Jesus, also schau, Mutter. Vater! Vater! War du schon Zeit, dass du draußen kannst? Dann kannst du ja noch besser schreien. Was weiß ich da nicht, tot schauen, ein paar Jahre, der Gerichtspolizei am einlöchten Tag ins Haus gehen. Und du flackerst im Bett. Und Mutter, weißt du nicht, so lange nicht Zeit für. Das werde ich schon machen. Deswegen brauchst du jetzt schreien, als wäre eine Gratlerin. Ja, das weiß man schon, wie ich das mache. Was gibt's denn da überhaupt? Sieh, ich bin mir eine andere Sprache aus, gell? Bin hier im Dienst verstanden? Werden Sie nicht irren, wenn Sie glauben, dass Sie mir mit Lagerhaftigkeiten kommen können? Ich werde noch fragen dürfen, was Sie in mein Haus erinnern wollen. Jawohl, aber in einem anderen Ton. Ich habe eine Forderung, bei Ihnen einzutreiben. Wasserbürger gegen Umbricht. Sie schulden in Haupt- und Nebensache einschließlich der Kosten 941 Mark und 60 Pfennig. Was? Weil mich der Jute ausgeschämt die ganz offenbare Bedrohung hat. Der sei Gaul ist dampfig gewesen, für das kann ich die besten zeigen. Das hätten sie früher und beim Gericht sagen müssen. Das ist ein Versäumnisurteil und ist rechtskräftig und damit fertig. Ich bin ja gar nicht beim Gericht gewesen, da kann ich auch nicht verurteilt sein. Ja, eben, weil sie nicht dort waren und weil sie noch keinen Advokaten genommen haben. Darum sind sie ja verurteilt worden. Das ist ja das Versäumnis. Das wird man noch da sehen beim Gericht, dass ein Bauernmensch bei der größten Arbeit keine Zeit nicht hat. Der Dr. Rosenbaum, der Vertreter von dem Gegner, der schreibt, dass ich Ihnen 8 Tage Frist geben will für den Rest, wenn Sie mir sofort eine größere Summe einhändigen. Ein paar ist nicht einhändigt. Ein Pfennig, einen Gaul oder ein Bock hier. Umbricht, Michael. 900. Mehr als 350 Mal kann ich nicht bei der Hand. 350. Schön. Dann geben Sie mir die und in 8 Tagen zahlen Sie den Rest. Sonst muss ich wieder kommen. Aber gut sein lasse ich nicht. Und bis zum Reichsgericht muss die Geschichte gehen. Muss man sich ein paar die Dienstboten schauen. Wegen was gehst du überhaupt vom Feld? Eine Jette nicht braucht du, Herrin. So ein ungutes Blut oder so ein Zahnarzt. Sie meinen's ganz recht. Was versteht denn die von solchen Sachen? Dem Wasserburger hat sie eh, dass er am Wagen. Jetzt sag mir doch, um was. Und jetzt das schau, dass man in der Küche ein wenig was saust, mal kommst du das sehr richtig wieder zusammen. Lohn 350 Mark. Der Müller Lenz in Aufhausen, die 500. Das ist völlig um. Ja, spinnst jetzt du im höchsten Grad? Ja, lass mich rein, dann kann man da spinne ich dir deinen Flachs runter. Dass du das nicht vergleichen wirst. Ein junger Bursch. Ich weiß nicht. Das traut ich mir nie so, wie du mit den Mädeln rennst. Da ist doch nichts dabei. Sackreiz, Teufelbrand. Die sind ja gerade froh, weil sie Unterhaltung haben. Ja, Unterhaltung. Aber wenn man sie zweit rauslässt,
Das nimmt doch nicht so leicht hinüber. Aber was war denn jetzt das? In Iwi nehmen wir auch noch. Ah, das gibt's ja doch nicht. Es ist aber doch nicht jede gleich. Wir haben noch keine Ausnahme nicht gefunden. Du? Wir können für den müssen wir ein wenig auf die Sprünge helfen. Hä? Okay. Wie geht's denn, Loni? Schlecht. Hab's wieder einen großen Bedarfnis gehört. Und hab's gar nicht glauben wollen. Loni, hab ich gesagt, ist ein Zeichen. Die gibt's ja so schnell nicht. Nur dafür habt's mal geholt. Deswegen bin ich ja umgekommen zu dir. Ich war heute noch auf Dach rein und holen. War mir schon ganz ehrlich. Nein, da gibt's nichts. Ob wir jetzt eine Fuhr mehr reinbringen oder nicht, auf das geht's auch nicht mehr zusammen. Du hast es wohl verdient, dass man dir alles tut. Ich danke dir schön. Ist gern geschenk. Da braucht's keinen Dank, gar nicht. Soll ich ihm das noch gleich angeben, was der ich schuldig bin? Nein, das sag ich ihm selben. Sagst du es ihm selben? Ganz richtig. Na ja, ich hab ja grad gemeint, weil du mir einmal gesagt hast, dass du sonst kein Geld hast. Ja, aber kurz. Grad deswegen. Schau mal da, ich kann dir nachher beim Notare zum Protokoll geben, auf wen dass du die 3000 Mark überschreiben lässt. Man braucht ja am Ende gar nicht rausfahren und wann die Kosten der spart. Nein, das soll nur rauskommen. Gut. Na, riecht es so aus, dass er morgen kommt. Das Geschichte gerade so, wie es das du haben willst. Ja, ja. So geht's auf der Welt. Mir war's gleich lieber, ich liege da an deiner Stadt und du warst frisch und gesund auf die Füße. Was haben wir denn? Müsste schinden und plong. Du hast nichts, als wir sorgen und kümmern ist. An jeden Tag, weiß man recht, wo es gehen war. Das ist nichts, als wir eine Morderei. Ist besser gehörst? Jetzt hast du was gesagt. Besser gehörst. Siehst du, Mutter? Ich sag das ganz aufrichtig. Ich seh mir keine Hilfe nirgends mehr als wir bei dir. Wo war ich denn hingekommen, wenn du selbiges Mal das Geld nicht gleich hast? Aber so ist gut geworden, weil du geholfen hast. Das kann dir ich sagen. So haben mich die Wucherer bei der Gurgel gehabt. Ich hab nichts. Das musst du jetzt sagen. Warum? Weil es nicht wahr ist. Schau. Und weil man nicht lügen soll, wenn man einmal so droh ist wie du, Loni. Und was hast du denn von dem Geld? Ist das vielleicht recht, wenn's einmal einer kriegt, der sich nie um die bekümmert hat? Und die Leute, bei denen du das Beste gehabt hast, die gingen leer aus. Was ich hab gekriegt, Herr Fremder. Und jetzt lass mir einmal meine Ruhe. Bayern. Hab mir einmal was gesagt, dass du an mich die Sache geben möchtest. Gegen das sag ich ja nichts, aber du musst noch da ein wenig an das Ding, was ich für mich geleistet hab bis jetzt. Und wenn er einmal geistlich wird und extra für die beten und Mess lesen kann, hast du das nicht mir zum Verdanken. Und wenn du mir jetzt nicht hilfst und ich kann ihn nicht weiter studieren lassen, hat das einen Sinn. Du stehst da ja selbst im Weg. Er soll es kriegen. Aber später, jetzt kannst du mir damit helfen. Und durch das auch an mich. Du musst richtig Dinge, Mutter. Schau. Meine Ruhe möchte. Ich bin so viel müde. Sagst du, du möchtest deine Ruhe. Meinst du, ich hab eine, wenn ich jetzt folge an sich, dass du mir du auch nicht helfen willst? Ich hab nichts. Was tust denn du? Ich
Hör ich da. Nachschauen halt vor die Händen auf da hervor. Du? Ja, ich. Auf der Stelle. Wenn's verlappt ist. Hast du gewarnt, Loni Mutter? Ich hab mich so gefurcht. Da, Peter! Beim Fagle! Jetzt? Ja, jetzt! Tu, was ich sag! Hopp! Ich sehe keinen Ausweg nicht. Der wird nicht anders. Und er gibt keine Ruhe, bis nicht alles hier ist. Wird der Kasperl froh sein? Hören Sie es nicht froh! Du hast die große verzockt sein, Opfer. Wenn ein Bauers Wasser Richtung Kragen geht, übergibt er vielleicht. Da kann alles noch besser werden. Ja, besser. Ah, du brauchst dich doch doch auf! Du brauchst dich doch doch auf! Was ist? Kragel schon der Michi rein. Ich brauch mir jetzt groß notwendig zu der Arbeit. Das hat ich aber gesagt und du hast dagegen geredet. Ich war ja ein Lippel gespielt. Du hast der alten versprochen und dabei bleibt. Versprochen, ja. Ich weiß schon, deswegen, was du bei der Loni drin gewesen bist. Dass die du gar nicht schamst. Bring dir das alte Leid in die größte Angst. Du bist jetzt ein Gretterer dumm. Angst? Der lässt die Tappige. Ich würde dir so zusetzen, dass ich dir ein Geld geben soll. Was doch ein Wunder, dass ich eine kranke alte Person führe. Darf man ja gar nicht sagen, was ich dir denke. Ja, sag's noch. Herrgott Sakrament. Eine ganze Woche muss ich die Dienstlerei haben. Geh, fahr rein, geh durch da den Gefallen. Geh heuer da an Notarien, dann bin ich der Lapp und geh um mich und frag's, ob sie wirklich so pressiert. Und dann braucht's da halt, hör mal so aus, als wenn sie sich berchen hätten müssen. Das ist ja ein Anhass. Oh, was ist denn? Gar nichts ist. Ich fahr, wie ich es gesagt hab. Deswegen was denn ein Gaul nehmen, wo der Michels Radl hat. Weil ich es gesagt hab, sag ich. Und gar ist, und daher bin ich da auf dem Hof. Ja. Weil ich den Gerichtsvollzieher nicht rausschmeißt. Das schau. Darfst du sowas sagen gegen deinen Vater? Darfst du so aufmanneln gegen meiner, du? Gehört Sache schon dein? Mir nicht. Und dir auch bald nicht mehr. Aber deine Klumperten spürst gesehen. Nein, halt! Nicht halt das! Jetzt kannst du deinen Trick selber machen. Weißt du jetzt da auch genug so viel aus? Ich geb dir keinen Hans Buchstab, dass du es weißt. Kasper! Stell's den Daumen an! Da gibt's nichts zum Schauen und zum Horchen. Und jetzt fahr ich erst recht. Sonst meint der Flegel, der Grobe, er ist ein Herr. Und ich fürchte mich vor ihm. Und Arbeit bleibt liegen. Ausgerät ist. Ja. Ich geh zum Kasper rauf und schaff, dass ich ihn wieder auf gleich bringe. Hast recht, Michi. Die Arbeit muss ja doch geschehen. Wobei man nur so verzwedert ist. Ich hätte uns auch schon lange hinterschmeißen können. Hast du noch gut sein, Mutter? Wir müssen alle wegen zusammenhelfen. Na, wird schon gehen. Ja. Ja. Es wird so gehen, wie es gehen muss. So fährt er halt mitten in der Erntezeit. Mit dem eigentlich dringend zur Feldarbeit nötigen Ross in die Stadt zum Notar. Ist das nicht der Rupp? Ja, freilich ist es. Der fährt wieder der Arbeit davon. Grob pressiert er sich, dass er nicht mehr erwischt. Und trifft unterwegs den Viehhändler und Agenten Schlehlein, der wie eine Spinne im Netz auf Opfer gewartet hat, die Zeit für ihn hätte. Was du Holz, du Baum, Hüpferdorf, Schreilinger! Hey, sorry! Jetzt da! Der Schlehlein, der alles sieht und alles weiß. Was ist denn da passiert? Dass du am Wirtshaus vorbeifährst? Sind Gendarm hinter drei? Mach nicht lang Gespräche, ich hab keine Zeit. Weißt du was? Ja, schau gut. Keine Zeit haben. Aber pass auf, falls du auf Dach fährst, lass mich aufhucken. Ja, noch mal auf zu. Ja. So, auf geht's. Bis fahrt wohl daheim. Bei dem schönen Wiedergang hat die Arbeit nicht aus, gell? Ich hab ein Geschäft. Aha. Druck dich der Wasserburger ein wenig. Hab's schon gehört. Der wird bald ausgedruckt haben, der Leibbetrüger. Ich hab das schon mal gesagt, weißt du das nicht mehr?
Lass dich nicht mit dem Wasserbüll reden, du bist ausgeknüpft, bevor du anfängst. Aber es gibt ja nichts, das Luke gesagt. Bei ihm sagt einer von anderen und bei einem Eden ist es wahr. Jetzt hast du mal schön geredet. Sagst du noch? Wen? Wasserbürger? Nein. Zwingt dem versäume ich keine Viertelstunde. Wo ist der Geschäft? Ja. Du drückst aber schon gar nicht aus mit der Sprache. Kaufst du was? Nein. Oder hast du was zum Verkaufen? Auch nicht. Na ja. Ja, hört man sagt, Ramit, was hast du denn heute für einen Hamur? Jetzt reizt mich schon gleich, dass ich aufgestiegen bin. Ich hab dir nicht pfiffen. Hast du was gegen mich? Dann sag's noch ein Grad. Nix hab ich. Und falls du das schon wissen musst, ich fahr grad zur Notare rein und kehr gleich wieder um. Zu einem Testament machen. Hey, hey, hey. Hat der Bayerin so glauben und. Na Schmarrn. Ein altes Leid, die bei mir ist. Etwa gar die alte Lohne. Jawohl. Woher kennst du das schon wieder? Ach, nicht, wer das kennen. Wollt ihr ihren Vettern gut kennen, Fleinerer? So. Ja, dann Schreiber gemacht, Zminger drin. Dann hat er einmal aus der Kasse was mitgelassen. Dann ist er eingesperrt worden. Ich glaube, über ein Jahr. Lohne hat einmal was verzeiht davon. Der ist auch einmal auf Visite gekommen. Lebt der See noch? Er lebt wohl noch. Ich hab mich erst vor einer Woche 4 oder 5 in der Stadt getroffen. Er ist bei einem Markt von Karten, hat er mir gesagt. So, na, ich hab ihn wohl nicht nachgefragt. Der wird halt jetzt ausrutschen, wenn die Alte Testament macht. Oh mei, ich werd zuerst nichts haben. Wegen nichts lasst man da nicht eine Notare kommen. Ich glaub, der Fleiderer verhofft sich noch am Brucker Geld. So einen alten Dernspon kommen ein paar hundert Mägel auch noch wieder ein Vermögen vor. Vielleicht vermacht es der Kirche. Oder dir? Ja, freilich. So ein Schmarrn. Ich hab mal gedacht, was zu ihm einfasst, ist das Dorn, die Sache. Ah ja, sonst schon auch noch was. Das mit Notare trifft sich gerade so auf. So, was nachher? Alles brauchst du auch nicht zu wissen, meinst du nicht? Das ist mir wurscht. Der ist beim Unterbrei? Nein, sag ich. Wo ich bei Notare war, fahre ich wieder heim. Und bald das andere Geschäft gemacht hast? Ganz richtig. Und bald das andere Geschäft gemacht hab. Hey. Hebstahl. Lass noch. Den Pflaster zu ich ein. Für die Fuhr erkenntlich zeigen. Wer? Was hast denn du wieder für ein Lumperei im Sinn? Musst du wieder Bauern rasieren? Jetzt hebst du nicht her. Sind alle am Feld rast. Allesamt nicht. Ah, der Rup. Sieht man da auch einmal einen Bauern, der sich ausschnauft bei der Arndt. Ich ruhe mich nicht ganz so früh aus. Aber heute du schon. Geh weiter, Rup, da einer da. Ja, ich müsste aber. Hey, die Notare dürfte von der 3 auf 4 gar nicht in seinen Verschlag. Der Notare? Ja, der hat heute um 4 Uhr rum ein paar Bekannte von mir hingestellt. Bis vor einer halben Stunde werden die gar nicht fertig sein miteinander. Ach, mein, gleich zu Spielein machen. Schaufen, Tarok, hä? Wir sind bei Ihnen, gehen weiter, finden die Kinder. Geht weiter. Mali, bring's, zeig ich her. Ich hab noch nicht mehr Geld dabei. Willst du uns beleidigen? Ja, nimm da raus. So viel, was brauchst du? Rein in dir weh. Bist mir gut genug? Das war einer Berg. Schaff gut ein paar Bierwisch. Gerade, dass wir es nicht vergessen. Oder wollen wir heute noch das Lob treffen? Mach das mal ein wenig christlich. Nicht, dass man Schmetterling wieder nimmt für das letzte Mal. Und der Rupp ist ja so ein ganz ausgestochener, hab's schon gehört. Ja, ja. Von den Gescherden kannst du das Taroken lernen. Ja. Da derzeit wäre es nur, wie es nicht bis 15 könnten. Dabei lachen sie nicht, dass der gleich Daumen getroffen.
Die Herren Viechhandler und Agenten waren mit dem Rueb kreuzfidel über den schönen Nachmittag in der kühlen Gaststube. Und dass sie nicht wie die anderen auf den Feldern in derer Hitz arbeiten mussten. Die vom Rueb-Hof und die vom Lukashof begegnen einander auf dem Heimweg und beachten einander nicht, wegen der alten Feindschaft. Der Rueb ist nicht dabei. Aber der Mies, da? So? Im Streitbaum arbeiten. Aber nein. Hätte halt jeder gern einen geistlichen Herrn in der Familie. Hab ja Glück, dass ich kein Fürwand bin. Hat's denn du? Zum Beispiel, was? Ja, dass ich mit der Lukas-Stasi so reden kann, wie du gerade vorhin mit der Tänze gekriegt hast. Ja, warum denn nicht? Das war schon gut. Jetzt gerne ein wenig handeln mit dir, hä? Nein, das nicht. Ich bin gerade neulich von der Bahn aufgegangen mit dir. Ich hab mir halt auch gedacht, wenn ich jetzt das sage oder das, ob's mir noch beleidigt war. Da denkt man nichts anderes. Da sagt man alles samt, was man einfällt. Ich hätte mir nicht traut. Ja, mein Mensch. Das ist, ich bring gar nichts aus, als wenn es mir die Stimme verschlagen. Ganz heiß nicht mehr. Ja, mein Mensch. Was hast du dabei drauf? Wieso ich? Von Anfang an? Ja. Ja, aber lass dir sagen, du gehst jetzt mal mit mir auf Riedumme. Beim Holzbeck, da weiß ich ja dir. Von der gehen wir ans Kammerfenster. Weißt du, das geht? Da freilich geht das. Die Leute weiß ich schon. Du steigst auf und ich warte rein herum. Man kann ja nicht ein Spektakel machen, was ich mich da gar nicht kenne. Ach, so genau nimmst du doch den nicht. Was willst du denn? Einmal musst du ja doch dran. Das ist eigentlich wahr. Das ist schon wahr. Und vor allem ich bei dir bin, ist das das Beste. Denn allein bist doch du nur zu wenig. Ach so, ein Rimpfig. Wenn du mit der Rasch stehen bleibst, kriegen wir so einen Zehner, wenn drei aus sechs. Nicht so viel Rimpfig, gell? Jeder spielt nach seiner Karten. Wo so ein luftgesächten Hammi weiß, der Rucker nicht lernen muss. Bleib mir nicht stehen mit der Rasch zu viert. So sau dumm hab ich da noch gar nicht erspielen sehen. Ja, jetzt du den Hexen Trumpf nicht gebracht, du Bauern da. Durch den hast du mich zum Schmieren aufgefordert. Was spielen wir da gar aus? Ganz wurscht, den zögst Hosen aus, ja, den Herrn Viehhandler gehen. Das soll aber wieder so einen Bauern-Tata finden. Ich weiß nicht, dass die keinen Tag nicht mehr reinpasst. Von dir nachher? Ja, von mir! Jetzt seid stark, das wird das Hörer da kein Weg. Und das bleibt da stehen. Aber du hast ihn schon verführt mit dem Trumpf schmeißen. Siehst du, wie es ist? Der Rander zirkt 30 Mark auf mit seinem klumperten Solo. So schlecht war doch das gar nicht. Na, das ist einmal hin, aber bei einer so saudumm. Dann geht's schon wieder an. Ausgemiss. Ja, Herrgott Sakrament, du hast einmal ein Arches auf vermankelt. Was? Arches auch? Der Arches auch ist drum gewesen, das hab ich mal deutlich gesehen und jetzt war der Schenk hinten drum. Ach, du hast dich täuscht. Nicht wahr ist? Meinst du, lass mich bescheißen? Du gehst, ich sag's bei dir nur einmal. Tausendmal beschissen hast. Ja, was fällt denn dir ein? Hast du das schon mal gegeben, dass einer das zu mir sagt? Na, sagt er sie. Stell dir nicht so. Überhaupt, das Leibbetrüger. Das hört sich gar nicht so an, als wenn du uns alle mit der Hand. Aber Pötzi, ja, schmeißen doch nach den Krachlädern hier da. Wozu? Das Makler ist verstohlen. Ja, hört, du weißt doch gar nicht mehr, was du sagst. Nicht weiß es so. Ist nicht da ein Sau drunk bin, hab ich nicht da ein Sau abgekommen. Und wo ist denn jetzt? Die 200 Mal sind hin. Du bist noch mal 100 drauf? Ja, freilich. Lass mir die auch noch abjagen könnt. Es dirb. Es ist Schießen haben wir nach!
hat er schon Zeit? Nee. Geschwind, das ist doch die Hauptsache. Drei Gläser sind kaputt und eins hat einen Sprung. Ich komm auf. Das macht 4,80 Mark. Und ein halbe Bier hast du gehabt. Das sind 6,02 Mark. Und das auch aus Nil sind 6,92 Mark. Und ein Brot auch. Nachher sind 6,95 Pfennig. Du wirst dir nicht glauben, dass ich dir die halbe kriegen soll. Ja, einer muss zahlen. Ja, ich nicht. Die Keilerin wird den Schaden nicht tragen müssen, wenn sie das rafft. Ich lasse ihm das Ross nicht aus dem Stall fahren, nicht zahlt hat. So, das muss aufgeben, was da herin für Spitz bei meiner Lager haben. Ja, Nazi, wir kommen alle Handleute. Die haben ein paar andere, die nichts nutzt sind. Ach so, heißt du mich. Ich hab dir nichts geheißen. Ich sag zu mir, kommen gute und schlechte Leute. Ich kann sie nicht auseinanderklauen. Du musst zuschauen, wie es bedrohen. Ja, jetzt schwöchst du. Nicht so viel Zeit wird du. Was wollen denn Sie? Ein Notar brauche ich. Brauchen Sie? Und der Herr Notar muss für Sie da sein, jetzt um 7 Uhr? Ich muss ihn grob stellen, dass er rausfährt. Da kommen Sie, wenn Bürozeit ist und wenn Sie nüchtern sind und den Mann dann aufzug. Ich muss ihn heute haben. Jetzt machen Sie das weiter, kommen Sie. Pflege Sie ungehobelter. Eine Abstellung werden wir noch nehmen können. Nein, heute nicht mehr. Übrigens ist der Herr Notar schon weggegangen. Jetzt ist sowas. Fahrt mal eigentlich seiner Miften in der Hand. Jawohl, und betrinkt sich und glaubt dann, das Amt kann leicht warten. Jetzt sage ich Ihnen zum letzten Mal, machen Sie das weiterkommen, sonst finde ich Mittel und Weg. Nix. Jetzt machst du das weiter, Kind. Die wollen nicht mehr da herin haben. Ja, ja. Nee, gab's nicht, Junge. Du wirst nicht lang schauen. Was du? Zuerst lass dann die größte Zeche machen, dann schmeißen die uns aus. Ich lass mir nicht nachsagen, dass bei mir falsch gespielt wird. Und die Leute ums Geld betrogen werden. Können Sie das beweisen? Das müssen Sie zuerst einmal beweisen können. Ich brauch keinen Beweis, mir ist nur, dass gesagt wird. Also, raus. Hier schon! Wir wollen gar nicht bleiben! Auf der Chef, du verloren! Wir Wir wollen! Manchmal schon ganz wirr. Die Nase wird spitzig. Glaube es hoch. Tja. Gut, dass sie das Sterbsakrament schon empfangen hat. Ja, und dann jammert es allebei nach dem Notar. Der Bau war vor 8 Tagen eins, deswegen ein Dach hat drin, dass er ihn holt. Aber er kommt nicht. So. Wenn er das auch wieder. Warum denn gerade ich so gestraft sein muss? Gerade Sie? Rüppin, ich kenne wenig Weiber, die mir nicht schon vorgejammert haben. Beschwerden und Kümmernis bringt eigentlich jede Ehe mit sich. Naja, der Ihrige hat schon besonders harten Schädel. Und seine Streitsucht und sein Trinken bringt viel Unfrieden ins Haus. Und Unglück hoch werden. Wollen wir es nicht hoffen. Es fällt nicht weit.
Eier da rein. Na, nur wieder einmal bei der alten Welt. Ja. Sie sei gar nichts anderes wie schlecht drin. Geh um mich dazu. Vielleicht rührt sie dein Gewissen. Was Gewissen? Sturm ist, dass du das weißt. Ja, Wahnsinn. Eine Stunde vielleicht, ich war auch nicht drin. Das sei. Dass wir ja nicht einmal den letzten Fall davon kennen. Das ist deine Schuld. Dass man da wart und trödelt. Und das ist meine Schuld, dass man ihr alles gefallen lassen. Was gut nicht dafür, dass du noch da nicht gekommen bist. Vielleicht hat das seinen Grund. Mich letzt zum Erben eingesetzt. Und deine Schulden, die können jetzt dem lehrerlichen Schreiber. Und das Geld brauche ich überhaupt nicht heimzahlen. Du hast doch nicht behaupten, dass ich dir das geschenkt hat. Geschenkt nicht. Aber das hat sie mir gesagt, die 3000 Mark kann ich zurückzahlen, wann ich mag. Wenn es einmal leicht geht. Nicht wahr ist. Für das kann ich jederzeit schwören. Geschrieben hast du das ganz anders. Geschrieben? Ich? Was? Dass du zurückzahlst, ein halbes Jahr nachdem, dass ich es aufkündet. Und aus Zinsen zahlst, hast du geschrieben. Und so nicht oft zu mir gesagt, dass ich dich nicht erinnern mag. Und woher weißt du das überhaupt? Weil mir es die alte gesagt hat, den Schuldschein. Ich habe mir gerade einmal so einen Wisch gegeben. Weil sie gesagt hat, es war bloß deswegen, dass man weiß, wo ihr Geld hingekommen ist, wenn sie mal sterben. Aber das ist gerade so geschrieben, gelten dort das, was wir ausgemacht haben. Gelten wird das, was geschrieben steht. Ich kann schwören. Und dein Gerät ist für gar nichts. Von der Apollonia Amusrata 3000 Mark geliehen und verspreche es zurückzuzahlen nach halb Jahr Aufkündigung und 18 Verzinsen mit 4%. Wo alle Jahre auf Lichtmess zum Zahlen sind, das bestätigt Michael Umbricht den 14. März 18.
bist du da, Herrin? Man wird wohl noch einen Vater unser beten dürfen für einen, der so lange bei uns war. So, beten. Du warst das wohl schuldig. Im Namen des Vaters, Sohnes, Herrn Geistes. Ah, so hat der Peter. Du hast einen Kasten aufgesperrt. Ist der Schlüssel noch drin gesteckt? Schamst dich nicht. Wo sie tot im Bett liegt, stierst in ihren Sach um. Ich hab's Recht dazu, dass ich nachschau, was da ist. Und dass nichts weggeht. Gerät nicht. Wenn man jetzt nicht fremde Leute ins Haus zählen und unter Sarg schreien. Deswegen brauchst du nicht nachschauen. Und wegen dem Schuldzettel hätte ich auch gerne eine Nachforschung gehalten. Das lange gar nicht. Das kommt mir vielleicht schon Spaß für, dass du so gegen meiner sitzt. Weil ich die Angst nicht wegbringe. Und weil ich mir Sinden für. Es ist noch kaum gestorben. Müssen zuerst fremde Leute drin umeinander stieren. Sind die mehrer her in mein Haus als wäre ich. Was hast du denn gefunden? Nix. Weil nichts zum Finden war. Ja. Das hätte man ja auch gelangt, weil du mir gesagt hast, wie viel das da ist. Nein, nein, ich will nichts getan haben damit. Sei es nur du und kalt's bei dir. Als Bürgermeister wirst du schon wissen, wenn man die Geschichte macht. Muss man da Gerichtsmasse da? Ja, mein, das weiß ich auch nicht zum Sagen. Ich mache halt meine Todesanzeige nicht, ich muss ihn einschicken und bei der Gelegenheit, da schreibe ich dann dazu, was da ist. Ich höre nichts so davon. Ja, Felicia nicht. Das wird in der Dernsport schon viel haben, die anderen haben das nicht. Da wird aber nicht viel übrig bleiben. Mein Lieber, weil die Leichenkisten gezahlt werden, für den Grabstein wird das kaum gegangen. Den übernehme ich, da gibt's nichts. Das ist ein schönes Wort. Loni war so lang bei uns, da lasst man sich nicht anschauen wegen die paar hundert Mägel. Ja, und dass ich nicht vergiss, das Gewand. Ein Gutes für die Feierdeck und ein paar Rick und Spenzer für die Wertdeck und ein wenig Wäsch. Muss ich da ein genaues Verzeichnis zusammenschreiben lassen. Für mich gewiss nicht. Ich möchte aber meine Ordnung und meine Genauigkeit, da lassen wir nichts nachsagen. Ja, mein, wo Erben da sind? Ich weiß nichts von Erben. Es ist einmal so ein abgehasster Mensch bei der Alten gewesen, aber sie hat eben nichts von ihrem wissen wollen, weil er gerade aus dem Zuchthaus gekommen ist. Nachher lasst ihr das Gewand im Kasten. Vielleicht kommt er mal wer. Ist mir eigentlich zuwider, dass das nicht gleich richtig gemacht wird. 374 Mark und 42 Pfennig sind's. Und du schreibst noch ans Gericht, dass du alles zusammen richtig befunden hast. Ah, ja. Und du meinst, die brauchen noch gar nicht mehr hin? Ja, ich glaub nicht. Das heißt, ist gewiss, weiß ich auch nicht. Aber es nehmen wir es, dann kriegst du schon eine Botschaft. Aber, ja, und ich hab da jetzt weiter gar nichts mehr getan. Bei mir nicht, aber die Schachtel nimmst mit. Ja, ich will das Geld nicht bei mir haben. Ja, und die konnte ich auch nicht, da brauche ich. Ich zahle ja die Leute nicht aus. Für die Leiche, was sie verlangen haben. Das ist die Sache. Ich rühre die Schachtel da. Mit keinem Finger. Was hast du? Ich rühre es nicht an. Mit dem hab ich nichts zu tun. Das war schon bald so, als wenn du gegen mich aber mixt. In irgendeiner Reihe mag ich nicht mehr hören. Meine. Ja! Jetzt war es der Lohn! Den nehmen wir mit für den Fall, dass gerade einer kann. Nicht lang schauen und reden durchaus gar nichts. Kein eine auf den Kopf auf hat, dass gerade kracht. Da haben wir schon gewonnen. Ja. Du, wollen wir den ersten gleich niederschlagen? Dann holt er sich andere, verstehst du? Dann laufen sie zusammen und wir waren in der Mitte drin und wurden den brav hergeschlagen. Beim Eitel ist noch wie auf. Da war auch eine, die nicht ungeben ist. Aber es ist schlecht zugekommen zu derer. Zwing einen Hund? Der alte Vater, der schlaft zu wenig bei der Nacht. Wie er was hört, bläht er schon beim Fenster aus und macht's hausrebellisch. Einmal hat er gar gleich rausgeschossen, der Hundling.
Ich hab den Schrot am Kirsch beim Platschen hören. Da bin ich aber groß, mein Lieber. Der hätte schießen können. Na, woher? Der hat ja gerade so rausgeblättert zum Schreck und zum Leidhaft weg. Was muss ich denn eigentlich sagen zu derer? Du sagst nicht viel, am Fenster sein darfst sie, sie macht auf und du schläfst nicht. Sie kennt mich doch gar nicht. Braucht's ja nicht. Na, vielleicht fragt sie, was für einer du bist. Dann sagst du, bist der Garander, der Nussbrocker von Weix. Oder sagst du, musst vom Bezirksamt aus Flefang oder so etwas tun, so wie es Martin gern haben. Ja, wenn ich mir so daherbringen könnte wie du. Das lernen sie schon. Und fürs erste Mal tut's leicht was. Und Rosl redet nicht viel, die kennt's ja gut. Muss ich ja nicht sagen, dass du dabei bist. Zu was denn? Das geht ja dir nicht so, der welche das hier unten passt. Ich weiß nicht. Aber das kann ich schon gar nicht glauben, dass das so leicht geht. Ein Mensch schreit gar um Hilfe. So du bist dich nicht. Und so schräg ich auch nicht. Du stellst dir alles viel zu hart vor, da ist doch gar nichts dabei. Das war auch nur Kunst mit so einem Adeltisch kriegen. Für was studiert's denn das eigentlich? Auf sowas studieren wir nicht. So ein Schinterviech aufgebracht hat. Was der mir? Ja, war Ruhrnudel dabei. Wo er ihm dich hinschmeißt, gibt er eine Ruhe. Die sehe ich ja ganz alter Schnauzer, den das Bellen nicht mehr freut. Kim, nicht da schon einen von den Riedern drin ist in der Kammer. Da müssen wir umkehren. Ja, aus den Schmeißen kommt in seine. Das gibt viel Spektakel. Stecker dem Smith und legst ihn wohin, verstehst? Damit's den gleich aus beim Auszuschläfen. Boah, ja, einer kommt klein niederschlagen, gell? Da drum, klopfst ein wenig ans Glas, rufst Rosl, sie hört dich gleich. Meinst du? Tu nicht so lang rum, das gestehst dich du. Psst. Wenn ich was Verdächtiges merke, dann pfeife, dann darfst du ihn nicht mehr aufhalten lassen. Rosl. Rosl. Sakramentskind. Die sind ja mein Teufel. Gleich sind sie wach, die Hüste. Das ist unfeilig. Bist es du, Lenz? Na. Hat es Säbel? Na. Wer bist denn noch? Heute auch einer. Wo ist denn da? Eine möchte zu dir. Ach, du bist da einer. Komm da daher mitten bei der Nacht. Du bist geil von Ried, gell? Nein, darf ich nicht ein wenig rein. Psch, du musst stark sein. Der Blas ist lauf daneben. Ich bin schon stark. Was die wie auszogen? Nein, die hab ich nicht ausziehen können. Ja, aber als Gnarrzen hört dich der Blas. Der hört mich nicht. Du bist da einer. Du bist schon ganz verwegen. Wo bist denn du her? Heute auch. Bist du gewiss von Langweil drin? Nein. Du tust mir gleich Kaffee. Darf ich nicht reinkommen? Weil du recht stark bist. Ich geb schon acht. Du musst dich aufsteigen und mit den Füßen vor Ruhe einschlafen. Ja. Na, was ist denn da für einer? Ja, du, Herzog! Auf! Sack! Auf! 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 Geh, schmeiß ich den Gitzkopf auseinander! Auf! Stier, du Miserabliger! Was hast denn du bei der Nacht im Hocherins da? Ich geb dir schon beim Kammerfenster Innstein. Ich kenn ihn nicht. Bei der Rosl ist er am Kammerfenster gewesen. Am Kammerfenster? Na, hört's auf, mein Schlung. Ich hab schon geglaubt. Das habt ihr einen Einbrecher erwischt. Ich will ja gar nichts. Lasst mich da aus. Also, auslassen. Was bist denn du für einer? Hä? Ich hab ja gar nichts wollen. Ja, das kennt man schon. Die Seele losbracht alle Augenblick an anderen daher. Aber die schmeiß ich morgen aus. Ja. Und du sagst mir jetzt, wer du bist. Ich? Ja, tu dir nicht lange umeinander. Vom Rupp bin ich. Von der Leiten. Ja. Ein Bruder davon? Ja. Eine
Aber der Kasper bist nicht, den kenne ich. Ich bin der Michi. Der war auf Geistlich studiert. Ja, jetzt wird's recht. Ich habe ja gar nichts wollen. Bis zum Rosenkranz beten hergekommen. Meint ihr, die See lass bleiben, sonst könnte die Geschichte anders ausgehen als wir heute. Da haben wir ja ganz einen schwarzen Koder erwischt. Ja, lasst es gut sein. Du machst, dass du weiterkommst. Nimm's für eine Lehre. Es steht dir nicht an, sowas. So ein schwarzer Koder. Psst, haben sie dir recht hergeschlagen? Ich hab's erzählt, wie es dir schlecht ausgeht. Es wäre ganz gut gegangen, wenn du ein wenig geschwinder gewesen wärst. Ein anderes Mal geht's schon besser. Kein anderes Mal gibt's nicht mehr. Was sagen die morgen, wenn ich nicht mehr aus dir anschauen kann? Weißt du was? Wir sind ganz einfach. Wir sind ein wenig auf Erdweg umgegangen. Am Ausbier trinken, du und ich, nicht? Und beim Arm gesungen, da haben uns ein paar drei umgepackt. Die müssen uns für die anderen gehalten haben, nicht? Und durch das sind wir unschuldigerweise ins Raffen gekommen. Wir haben wohl die anderen verjagt, sagen wir. Aber dadurch haben wir natürlich auch Schläge gekriegt. Das glauben sie uns nachher schon. Ja, boah, wie schaust denn du aus? Na, Dummheit. Uns haben sie angefallen. Ja. Weißt du, wenn du mit den Knechten umeinander ziehst. Weißt du, mit mir zum Wirt gegangen, weil da nichts passiert. Na? Aber das zeige ich an. Red zum Kommandanten. Ja, das Gerät bloß noch größer. Den Michi haben sie beim Fenster unterwischt. Ach, sag bloß. Ich hab ihn alles bezriert. Ja, ja, sag ein Bescheid. Ich dachte mir auch das hinten führen. So, beim Holzbeck zriert haben sie einen schwarzen Kader eingefangen. Hab ich schon gehört, was da nicht passiert ist. Beim Fenster haben sie in der Welt. Unser Hofwirben macht sie. Der wäre mal richtig als Fahrer. Der wird sie erspornen. Ja, das kommt mir auch so vor. Aber von dem her scheint nicht geredet, was das Geld gekostet hat. Da war alles umsonst ausgeschmissen. Ich sag's aber der Mutter. Und auf der Stelle. Michi. Du wirst doch das nicht gemacht haben. Das wird jetzt nicht gefeit sein, wenn wir einen Gespass machen. Das ist ein sauberer Gespass für einen, der wohl einmal Pfarrer wird. Hast du an das gar nicht gedacht? Dann nehmen wir es dem nicht gar nicht mehr. Das machen wir ja das lieber. Ja, boah. Nein, Mutter, ich sag das bei gerade. Ich werde zuerst nicht mehr zurückgegangen ans Gymnasium. Michi, du weißt dich wohl noch besinnen, hä? Die Freising haben gesagt, dass ich zu alt war. Herr Bohr. Was ist denn aber, bald nicht fertig machst? Hätt schon was im Sinn. Man kommt alles recht werden. Weißt, die landwirtschaftliche Schule in meinem Chef. Man kommt ja einen Verwalter machen. Der Miesner kommt. Es geht beieinander. Gott. Ich hab die Rechnung für den alten Lohn hier erleicht. Pressiert aber nicht, wenn der Bauer nicht da ist. Er kann es leicht einmal runterbringen, wenn er einmal vorbeikommt. Und einen rechten schönen Gruß vom Herrn Pfarrer. Sie sollen morgen nach der Kirche zu Ihnen kommen. Schon recht. Komm schon. Hat er nicht gesagt, wegen was? Ja. Nein, da hat er nichts gesagt. Du gehörst auch zu denen, wo sie das Maul zerrissen haben über mich. Ich kenne ihn gut, Mann, dein. Meine Ruhe lass mir. Lass mir jetzt zuerst die Mei. Aber das sag ich dir. Da verdirbt zuerst noch viel Zweidach, vor ich verdirb. Das sagst du denen. Die gar anderen, die wo meine Schulden samt sein möchten. Vor ich verdirb, verdirb noch ganz andere. Ich bin ja kein Weidach, aber was schön ich bin. Was ist denn schon wieder los? Was los ist? Ja. Der Rupp ist halt wieder besoffen. Was bin ich? Du haltest jetzt bei mir. Du weißt ganz gut, dass du da hinten kein Bleiben hast, bald auftrast. Überhaupt, kümmere dich zuerst um dich und um deinen Buben. Da hast du jetzt kümmern genug. Jetzt müsst ihr aber, sagen wir mal, froh sein, weil ich mein Mir hier sehen gibt. Ich glaub mein Gewiss nicht. Du müsst mir zuerst mengen, gell? Und überhaupt darf er selber noch gar nicht gleich werden. Da wird der Papst auch noch was drehen. Der Selena. Was ist denn für ein Selena? Der Schlag ist größer, du Bärmut, du ganz schlechter. Ich kann er so grob, gell? Das mach ich epikatisch. Und dann müssen sie aber her, die Falschhauser, die wollen auf uns auffüllen. Keiner tut es alles an. Hey, Zeit lassen Ruhe. Ich hab was für dich. Da brauch ich nicht mehr auf die Tür. Was hast?
Eine Zustellung vom Gericht. An mich? Ja. Ja, mit dem Gericht gar nichts zu tun. Wer da was noch sehen? Gericht Dachau betrifft Kohlhausen. Nachlass der Apollonia Amesreiter gebunden zu Urteil. Da unterschreibt. Weil du kein Studierter mehr bist, dann probieren wir es halt beim Eitel, gell? Du hast aber da verzeiht. Ah, was? Allerweil schießt der alte Depp auch nicht. Der wird schlafen auch einmal. Ich rede auch mit der Nanni, wie wir es am gescheitesten machen. Da ist der Alte nicht gespannt. Sieh dich schon wieder mit dem Bazi da! Was ist denn? Der gebe ich gleich einen Bazi. Aber für dich gut, sonst kuppt der Kasper wieder den ganzen Tag. Moin. Wie geht's denn? Was? Ist dir nicht recht, dass ich mitgehe? Ich kann das nicht verbieten. Der Weg ist für alle Leute da. Wirst du dich noch nicht schämst, dass du wegen so einen Schlampen ins Grab bringst? Da war ich mir schon zu gut dafür. Ich kenn's ja gar nicht. Es ist halt so ein Spaß gewesen. Das ist die liederlichste in der ganzen Gegend. Was der schon für Stickel geliefert hat, das mag ich mir ja gar nicht sagen. Aber natürlich. Wirst du was Schlechtes wissen? Da laufen die Burschen zu wie. Und der Herr Student muss auch dabei sein. So was Greisliches, da tat ich mich schämen. Ich bin halt so dazugekommen. Und hab gar nicht gewusst, wie oder was. Ja, freilich. Und auf dort bist du im Schlaf aufgestiegen. Ja, wirklich. Ich hab's ja gar nicht gekannt. Das war ja gerade so. Was aber das für eine ist, zu der man mitten bei der Nacht zu wie läuft, das hast du dir wohl nicht denken können. Gell? Ha? Nein, da habe ich gar nicht viel nachgedacht über das. Weil ich halt noch nie dabei gewesen bin bei sowas. Ich war lieber umgekehrt. Gewiss war. Da seid ihr einfach Homie und hast nichts gewusst von ihr. Und hast das auch nie gesehen gehabt. Nein. In die Kammer bin ich erst gar nicht reingekommen. Hat da schon der Knecht auf mich hergeschlagen. Nachher bist du überhaupt nicht rein. Nein. Das war ein schöner Anfang gewesen. Ja, no. Ein richtiges Mädel. Da kommen doch schon gar die Tige dazu. Warum nicht? Ja. Da kann man sich doch schon gar nicht trauen. Geh. Jetzt. Was? Jetzt du mir das verlaubt, dass ich zu dir gekommen war. So einmal gewiss nicht. Dass du gerade bei der Nacht hergeschlupfen warst und ans Kammerfenster gelobt hättest. Siehst du das? Das wäre auch nicht sein müssen. Zuerst müssen wir da schon reden miteinander. Und, na ja, zuerst müssen wir da schon ganz anders bekannt sein miteinander. Und überhaupt, man braucht so nicht gleich ans Kammerfenster kommen. Man kann ja auch so miteinander reden. Ich muss ja so die nächste Woche dann einen Zapfen glauben, hat Mutter gesagt. Donnerzapfen? Ja, im Weiher Hetzel, am Dienstag. Da könnt ihr auch wegen mitglauben. Warum nicht? Du musst halt gehen, vor die Mutter kommt, dass dich niemand sieht, zwingt er eine dumme Feindschaft. Ja, das will nicht wahr. Bei uns wird eigentlich von dem gar nichts geredet. Aber dein Vater wärmt so weit wieder auf und nachher ist halt der Hins auch ein Betze. Lass aus, davon läuft die alte Buchrennerin. Und wird die gut bäuern, die in der Reißen hat. Grüß Gott. Ja, es zwar. Grüß euch gut. Na, sowas. Glaubt es, Christus. In Ewigkeit, Amen. Na, du musst ja in deiner Klasse drinstehen wie der Gulliver unter den Zwergen. Der Rektor hat gesagt, dass ich das Alte überschritten habe, nicht mehr repetieren darf. Auf Deutsch, mit dem Studium ist aus. Was? Leider? Na, leider. Daher in dem Zimmer habe ich es ihm gesagt.
und habe ihn gewarnt. Jetzt sind wir soweit. Was sagt er noch jetzt? Er weiß noch nichts. Ich habe gemeint, ich der Fahrer die Güte haben möchte. Ich soll ihm die Hiobsbotschaft beibringen. Mich lasst er gar nicht richtig ausreden. Ich meine, habe ich nicht anderthalb Jahre oder zwei vielleicht in die landwirtschaftliche Schule gehen sollte. Michel, das wäre gar nicht so unvernünftig. Setz dich nieder. Dass sich der überhaupt da reintraut. Der Herr Pfarrer wird einem vorgeladen haben. Meinst du nicht? Na, freilich. Von Anna hat mir's da erzählt, dass der Mesner gestern zum Ruhrbaff gegangen ist. Jesus, das wird was werden. Ich weiß nicht. Unser Herr Pfarrer ist kein Scharfer. Von Anna sagt auch, der ist viel zu lau. Wir haben noch was zum Reden. Ich höre da so allerhand. Wie? Gefenstert haben wir. Ja. Und sind erwischt worden. Ja. Na, Ortsbrauch, Prügel hin und Prügel her. Ich bin gar nicht dazugekommen. Du bist bloß der leidende Teil worden. Eigentlich schon. Naja, da hast du ja schon eine Belehrung gekriegt. Weißt, Michel, es gibt Leute, männliche und weibliche, die ihren Eifer damit beweisen wollen, dass sie die Sünden ihrer Nebenmenschen nicht durchgehen lassen. Und dass sie unbedingt eine Sühne haben wollen für das, was andere verbrechen. Ich bin überzeugt, dass dein Rektor mehr wie eine Zuschrift kriegt. Außerdem, dein Vater hat ja die Leute immer unter die Nasen gerieben, dass er besser sei wie sie, weil er einen Sohn hat, der einmal geistlicher wird. Wenn sie ihm jetzt die Hoffnung vereiteln könnten, hätten sie noch extra Vergnügen. Das kannst du für dein ganzes Leben merken, Michel. Mit einer einzigen Dummheit, mit einer flüchtigen Schwäche, kann die Frucht vieler Jahre verloren gehen und kann ein ganzes Leben zerstört werden. Vielleicht, dass ich was der Frage, weil ich nicht weiß, zwingend was das. Bei Ihnen hat die Apollonia Amesreiter gewohnt. Welle? Gut Ding, 20 Jahre. Es hat sich nämlich ein Erbe gefunden, ein gewisser Simon Fleiderer, Aktuar der Schreiber in München. Herr Bazi. Unterlassen Sie solche Ausdrücke der Herren. Ich werde doch sagen, dass einer ein Lump ist, der zwingend schnell im Zuchthaus war. Durch dies hat ja die Altlohne ein Testament machen wollen. Ein Testament, wenn ich's da war? Weil sie nicht wollen hat, dass der Seilump etwas kriegt. Ach, Unsinn. Oder waren da noch mehr wie 340 übers Mark? Nix. Keine Pfandbriefe, keine Schuldscheine? Keinen Schuldschein habe ich überhaupt nicht ausgestellt. Ach, Sie waren ja also was schuldig. Die 3000 Mark, wo sie mir gegeben hat, die waren ja bloß was so. Was sind Sie eigentlich für ein hinterhältiger, verdruckter Mensch? Beim Bürgermeister haben Sie kein Wort davon gesagt. Er hat ja mich gar nicht gefragt. Dass die Verlebte eine Forderung von 3000 Mark an Sie hatte. Weil mich der Bürgermeister gefragt hat, dann hätte ich ihm auch was gesagt. Ja. Ach, stellen Sie sich doch nicht so dumm. Sie wissen ganz genau, dass Sie die 3000 Mark an die Erben zurückzahlen müssen. Nein, das habe ich nicht gewusst. Und zahlen muss es überhaupt was, nicht. Was? Nein. Weil das ja so ausgemacht war, dass ich das Geld zurückzahlen kann, wann ich mag. Und weil es leicht zahlen kann. Was wollen Sie? Mit dem Herr Oberamtsrichter entschuldigen, mein Name ist Fleiderer. Und ich komme. Sie sind vorgeladen. Ja. Und Sie? Stehlein ist mein Name. Ich bin quasi als Zeuge mitgegangen, indem dass ich gegen den Angeklagten eine Zeugschaft ablegen kann. Hier gibt es keine Angeklagten und keine Zeugen. Indem dass ich bestätigen kann, dass dieser betreffende Rupp zu mir gesagt hat, dass er einen Notar holen will. Sie haben gar nichts zu bestätigen. Sie gehen jetzt nach, ich kann Sie da ja nicht brauchen. Indem dass ich da hergekommen bin und das... Sie sagt das für nicht nochmal, gell? Gehen Sie nach. Nein,
Ihre Papiere bitte. Ja. Ja. Nach Ihren Ausweisen sind Sie der nächste Verwandte der Verstorbenen. Apollonia Amtsleiter. Jawohl, wenn Herr Oberamtsrichter gestatten. Meine Mutter war sozusagen die einzige Schwester der Erblasserin, die seinerzeit 4000 Mark aus dem elterlichen Anwesen in Orthofen erhalten hat. Dafür sind die Nachweise zu erbringen. Und, Ja, nehmen Sie Platz, da drüben. Sie auch. Wie bitte? Ach so, ja. Ja, und, nachdem nämlich die Rubrikantin jahrelang im Dienst war und sozusagen anzunehmen ist, dass sie ihren Lohn erspart hat... Fürs Quant braucht man ja gar nichts. Sie sind jetzt nicht gefragt. Herr Freiderer, der Umbrich gibt an, dass er ein Darlehen von 3000 Mark erhalten habe. Na bitte. Und dass die Amtsreiter die Rückzahlung in sein Belieben gestellt habe. Jedenfalls besteht die Forderung und gehört zum Nachlass. Und weil ich Zeichen für das herbringe, dass die alte durchaus wollen hat, dass das Geld auf meinen Buben umgeschrieben wird und der soll Zuchthäusler darf nichts kriegen. Bin Herr Oberamtsrichter, entschuldigen, aber ich lasse mir keine Invektiven durchaus nicht bieten von einem Menschen, der wohl als Erbschleicher gewissermaßen... Nur Ruhe dahin, gell? Ich dulde keine Streitereien. Indem er mir sozusagen mein Unglück vorwirft. Ist vielleicht nicht wahr, dass du in Zuchthaus gewesen bist. Vorbestraft oder nicht, er ist der gesetzliche Erbe. Es war ein Gesetzer. Bin Herr Oberamtsrichter, entschuldigen. Aber diese eine Jugendsünde, durch die ich genug gelitten habe. Ja, das ist schon recht, schon gut. Das geht mich auch gar nichts an. Also, wollen Sie sich jetzt wegen der 3000 Mark einigen? Ich zahle es überhaupt nicht. Ich kann mich nicht einverstanden erklären, indem nämlich noch viel mehr da gewesen sein muss. Wo denn? Sie hat doch auch etwas gebraucht. Na, wenn sie bis zuletzt bei Ihnen im Dienst war, was sie auch hergeschenkt haben, was weiß denn ich? Überhaupt mache ich meine Gegenrechnung auf. Die Alte hat in den letzten Jahren nichts mehr gearbeitet, da wäre es nicht einmal so ein Spur. Das gehört jetzt alles nicht daher. Antworten Sie auf meine Frage. War Vermögen da, ja oder nein? Da heißt nichts. Bestreiten Sie also, schön. Ja, Herr Pleiderer, dann haben Sie das Recht, den Umbricht zum Offenbarungseid vorzulegen. Ohne jeden Tag schwören. Stellen Sie den Antrag. Gewiss, wenn Herr Oberamtsrichter gestatten. Und ich möchte auch, dass die Frau den Offenbarungseid. Verlangen. Da, Frau, deswegen was musst denn die schwören? Die weißt du gar nichts. Das kann sie ja dann auf Eid erklären. Aber schwören muss sie. Den Termin setze ich fest auf heute in 14 Tagen. Ihre Frau wird schriftlich geladen. Was treibst denn da? Ich bin ganz zufällig dahinter gekommen und hab gerade einmal reingeschaut. Dass du was hast, das kenn ich doch gut. Naja, etwas zu reden hätte ich schon mit dir. Wegen der Loni, was? Ja. Ich bin da drin gewesen und hab das richtig angewiesen, so wie es ist. Das Ding ist auch da gewesen, das Zuchthäusler. Was will denn der? Der Amtsrichter sagt, dass er hier. Siehst du das? Und da haben wir gestritten gegeneinander, nicht? Und der Amtsrichter hat gesagt, ich müsste auf das schwören, weil das ja so Gesetz war, sagt er. Und durch das, dass wir verheiratet sind, dass du auch schwören musst, hat er gesagt. Das darfst du von mir verlangen? Ich nicht, aber das sei... Du weißt recht gut, dass ich nicht schwören kann. Niemand weiß das besser wie du. Bloß, dass du nichts weißt. Wenn ich's aber weiß. Was denn? Ach, muss ich von dem reden? Meinst du, ich hab's nicht genau gewusst, wie viel das Loni gehabt hat? In die ersten Deck von ihrer Krankheit hat sie mir erst gesagt,
den Schuldschein und die Pfandbrief und alles das, wo jetzt auf einmal nicht mehr da ist. Und hat gesagt, dass das an Michi gehören soll. Und jetzt sollt ihr meine Seligkeit verschwören. Aber zu dem kriegst du mich nicht. Du kannst doch mich nicht einen Stich lassen. Pass auf, lass das sagen. Nix! Ich mach's auch nicht nur Ärger und verspiel meine Seligkeit dazu. Und wenn's mir keine Ruhe lassen, dann lauf ich zum Pfarrer ob ich und bitten, dass er mir hilft. Der beste Mensch ist gar nichts, weil er kein Glück nicht hat. Du kannst noch so viele jemanden, noch so viele trachten, wenn der Kahn von seinem hinter sich geht, hilft er nichts. Aber das kannst du nicht an jeden verzeihen. Da gehört der Verstand dazu. Und siehst du, ich sag das mit Wahrheit. Da ist mir der allerliebste umeinander. Und du bist auch der Gescheiteste. Wir kennen ihn. Schön haben noch eine, ey. Erstens, was sind die zwei Richtigen beieinander? Die zwei werden im Herbst nicht mehr nüchtern und mit den Norrissen Blanheisler hockt er sich zusammen, gell? Ja, weil der Witt über ihn das Holz gleich so billig angedruckt hat. Das hätte ich auch machen können. Aber ich hab nicht Ming. Weil ich ein Gewissen hab. Ja, ja. So ist es auf deren Welt. Mit der Redlichkeit kommt's zu nichts. Weil man noch so spart und noch so tut. Da hilft alles nichts. Aber die Leute muss betrügen und kein Gewissen dürft haben, dann geht's hinter. Und gerade die Leute, die was drüber zum was, die respektieren die nachher umso mehr. Und die anderen, die wo sie durchgefretten mit der Ehrlichkeit, die sind am wenigsten gedacht. Ist vielleicht nicht so, hm? Was? Das Mürfeld hintritt. Was da? Siehst du ja, nicht fahren. Ich hätte heute selber gern gackert. Du? Ich? Ja, ich. Was ist denn für ein Saat ums Frank? Hätten wir wohl dürfen. Weil es einen seltsam vorkommt. Seltsam? Ja. Aber morgen ackert ihr einmal gewiss. Wo nachher? Das ist mir wurscht. In der Braten hinten. Ja, wir und der Peter haben Samstag schon fertig gemacht. Ja, der Seckhoferfeld habe ich sagen wollen. Von mir aus genug. Kannst heute hinfahren. Ja. Ich danke der Chef für die Erlaubnis. Aber ich hab gesagt, morgen. Und dann bleibst bei dem. Eigentlich verstehe nicht, warum Sie lieber 1000 Mark zahlen wollen, als wir schwören. Das heißt, wenn Sie kurz gewissen haben. Da, Frau Moge, der Rechtsanwalt, Sie scheicht da so, sagt's. Und mir interessiert das Geld wie. Ja, aber der Pfleiderer geht nicht drauf ein. Da, Sie prüfen. Höchstens, wenn der Umrecht weitere 3000 Mark zahlt. So ein ausgeschämter Lump. Aber ich weiß gut, wer da dahinter steckt. Das ist der sein Schlehlein. Ich war gleich dagegen, dass man dem Pfleiderer was anbietet. Ich kenne doch die Art von Leid. Der glaubt doch, dass sie in der Zwangslage sind. Was war denn auch das? Ja, dass sie nicht schwören können. Das ist doch ein offenbariger Wucher. Das Wucher im gewissen Sinne ist das eine Erpressung. Aber keine strafbare. Was wollen Sie das tun? Ja, ich zahle doch nicht 6000 Mark. Wo nehmen wir denn das Geld her? Ich kann das nichts verkaufen. Holz, Vieh. Kriegst du ja nichts heutzutage. Etwa Tag bei Grund. Warum sollte ich mit dir nicht reden? Ja, gell. Okay. Siehst, Lukas, vor 3 Jahren hast du mir einmal zu wissen gemacht, dass dir mein Feld am Weiher Holz hinten gut anstand. Selbiges Mal hab ich nicht gemengt, wegen der Feindschaft. Aber jetzt, wenn ich mir denke, zu denken wir, für den Lukas hat das Feld einen ganz anderen Wert als für dich, weil es dir viel besser gelingen ist, nicht? Und denken wir,
Gehst du mit dazu und gibst das ihm. Danke schön, Rolf, für die gute Meinung, aber sag das, wie es ist. Ich mag's nicht mehr. Du bist halt noch zornig. Nein. Wegen dem lasse ich den Handel nicht aus. Aber ich kaufe überhaupt nichts mehr zu. Das Feld ist jetzt schlechter geworden. Ja, aber besser auch nicht. Aber das macht mir nichts aus. Das bringe ich leicht in den Tee. Aber selbiges Mal, wie du nicht mehr hast, da haben wir die Kreuzbraten vom Wirt gekauft. Ein 8-Tag-Werk. Und wie der Eckel zertrümmert worden ist, nicht ganz 10 Tagwerk vom Juden, ist mir das hier gar zu viel. Und hat eine Bäuerin gemamst. Und jetzt kommt noch dazu, dass man älter wird. Wie lange geht's her? Dann werde ich einen Schuss übergeben. Und da weißt du schon, dass man froh ums Bar geht. So schnell wirst du nicht übergeben. Ich denke auch noch nicht dran. Da hilft mir das Ding ein wenig. Und man muss schon, wenn der Bub hergewachsen ist. Und spürt man das Alter auch. Überleg das gut, Lukas. Weil es einen anderen gibt, reizt dich. Nein, das komme ich nicht rein. Ich danke dir schön. Aber es geht nicht mehr. Ist das dein letztes Wort? Ja. Vielleicht kommt man es anders machen. Wie anders? Na ja, zum Beispiel, du gabst mir ein Geld auf einen Monat oder zwei und nicht wahr. Und zum Beispiel, weil er das nicht auf den Tag zurückgibt, na, gehört dir mein Feld. So was mach ich nicht, Ruhe. Ich möchte nicht beleidigen. Auf solche Sachen lasse ich mich nicht ein. Dein Vater. Was will denn der bei dem Dein? Hast du geredet mit dem Fingerwein, Stefan? Ich trau mich nicht. Ich sehe mich schon umeinander betteln, dass mir ein Bauer als Knecht nimmt. Du musst jetzt nicht gleich am Mut verlieren. Ein Bauer als Knechtel, wo unterschlief, dann schaust mich du auch nicht mehr an. Geh, wer wird denn sowas sagen? Falls du nachher Walter wirst, wer weiß, ob du mich nachher noch anschaust. Jo, Stasi. Ah, du zerplägst mich auch grad. Gewiss nicht. Schau, das war mir ja das Allerlieber. Ja, und falls du noch einen rechten schönen Posten hättest, an mich passen die noch gar nicht hin. Du passest überall hin. Wann nur ich so weit war und ein wenig eine Aussicht hätte. Wie ist er denn heute? Wo wird er sein? Im Bett klappt er noch heil auf den Mittag. Hey du, Michi. Nur ein wenig geschwinder, gell? Was ist denn mit dir? Ferien sind lang aus. Bleibst du ganz einfach daheim und ich werde gar nicht gefragt. Ich war am Freitag mit dem Vater reden und gar keine Antwort gekriegt. Der Vater hat gesagt, er hat keine Zeit für das. Weil man gar nicht reden mag über so eine Aufführung. Ein Jahr umsonst, das sind deine Geldkosten und nichts, als wir Faulenzen und daheim bei den Menschen umeinander laufen. Schauen wir da damit. Aber wart noch. Wir wachsen noch zusammen. Wenn mir der Vater heute hören mag. Ich sag das schon, wenn's mir passt. Und das sag ich dir jetzt schon. Wir werden geschwind Vierte sein miteinander. Ich gebe ihm nicht leicht recht. Aber das mir lassen nichts dagegen sagen. Du tust es schon ein wenig leicht. Ja, ja. Leicht? Ja. Du bist es. Hast du noch im Sinn? Weiß ich nicht. Das ist auch noch ein Red für einen ausgewachsenen Menschen. Aber da bist du wie er. Da weiß auch oder wenn ich was sein soll und was sein muss. Ja, gut. 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 Wie es arbeiten geht, das hat er schon ganz vergessen. Der Ruhr sah nicht die Arbeit. Und eigentlich auch nicht die Leute um ihn her. Er war in Gedanken verloren. Er rechnete mit falschen Zahlen
und suchte hilflos nach einem neuen Betrug, der den alten unschädlich machen könnte. Ja, da schau her, der Rupp. Kommst du zu mir? Oh. Führt mir gerade der Weg vorbei. Na, komm halt rein. Trinken wir miteinander, weil es schon gleich ist. Komm rein. Ja. Komm, komm. Rein zu. Mach's, der Stamperl. Geh nur rein. Jetzt ist der schon Arschlar. Hey, wo ist denn der Bub? Na, schau, so erholen! Das ist kein Geld in der Hand. Was? Da Herrgott Sakrament, dann geht er halt ohne Geld zum Drama auf. Der gibt da nichts. Ich schlag das Kreuz ab, du. Lass bitte. Er hat einen dabei. Also, bring ihn mal nicht gern. Und bist du jetzt sitzen? Da oder da? Nein, ich schau's da wieder raus. Gesellstadt. Mein Gott, meine Mutter ist wegen mir. Meine Bube, ich kann jetzt gar nichts denken über das. Wir werden uns noch alle miteinander gehen. Sagst du das nicht so? Ich weiß wohl, es haben andere Leute auch sagen und von du's. Aber wenn du was ist, dann kann alles recht werden. Wenn du was nicht ist. Ich helfe zu dir. Wenn auch die anderen sagen, du hast von einem alten Dernsbahn als Geld gedrückt. Wer sagt das? Ich sag's nicht. Die anderen brachten sie so aus. Ich will nichts hören davon. Pass doch auf. Ich rede doch für dich. Hab ich mir jetzt auch für dich geredet, wie der sein Bazi gesagt hat, dass beim Gericht aufgekommen war und dass die auf einen Schwur hintrein. Das ist vielleicht die schwer nicht. Freilich schwerst. Wirst doch nicht auf die Leute aufpassen, die können ja dich gar nicht meinen. Du stellst dich ganz einfach hin und schwerst. Und wenn's dich schlecht drin, dann bin ich schon einer da. Du helfst zu mir. Und ich helfe dir. Wie geht's? Ich bleib halt nur da. Bin ich was schüde. Geh, hast doch du einen Schnaps mitgebracht? Ach so. Hier einen Schnaps mit. Bleib halt nur da. Lass die Tränchen nicht gerade so hängen. Mit Freude überhaupt nichts mehr. Lass dir sagen, mit der Eitelnanni hab ich schon geredet. Es ist hier schon recht bald mal umgekommen, hab ich gesagt. Und dann hab ich gleich mit ihr ausgemacht, dass sie einen Strohbuschen hinstellt bei der Brücke hinbei. Dadurch weißt du, dass wir kommen.
Sie sperrt gleich Hund und Steuer rein. Was ist? Probieren wir es den nächsten Tag. Nein, Peter, ich bin mal nicht aufgelegt. Geh weiter. Ich hab meine Gründe. Sag das schon mal. Gut, noch, geh allein um mich. Hey, du. Geh, lass doch dem suffenden Kerl schlafen da. Auf den Abend zu wird's ihm dort zu kalt, bei der Nebel kommt. Ja, was? Wenn dem sowas schadet, war der schon lang hier. Da schlaft der Rupp sein Rausch aus, habt ihr schon gesehen? Sollt man nicht da aufwecken. Wo ist denn die Mutter? Die alte Neugnein. Der liegt draußen an der Kreuzbrücke. Ja, wieder besoffen. Die ganze Gmur ist schon vorbei und lacht sich gescheckert. Oh. Ich möchte wissen, wo du gewesen bist. Oh, wie du nach Schnapp stehst. Schamst dich gar nicht. Ja, das ist alles gleich. Ich bin da gar nicht mehr. Ich bin schon der Allerschlechteste. Geh her da auf, mitten am Weg. Die Leute wissen es ja so schon. Sie sagen es im Wirtshaus. Und reden daheim davon. Ich bin der Allerschlechteste. Weit umeinander. Du musst das tun. Sonst ist alles hin. Schweren, meinst du? Das muss sein, aber. Das werden wir. Bitte, Gosche. Lass gut sein. Wenn ich wollte, konnte ich nicht. Ich falle dumm, wenn ich die Hand aufhebe. Bitte, Gosche. Na, Michi. Es muss anders auch gehen. Und meine Seligkeit verschwöre ich nicht wegen dem lumperten Geld. Bitte, Gosche. Ich kann nicht. Und ich kann auch mal nicht. Du legst dich jetzt ins Bett. Und ich mach da eine warme Suppe. Und morgen reden wir anders von der Sache. Wir müssen Herrn Vater Suppen aufschmeißen. Er ist nicht recht benannt. Ja, benannt. Aus dem Fall weiß ich schon. Seine Zungen gut. Ist ja eine Schande. Bei uns wird's allebei noch schöner. Wo ist denn? Peli! Was? Der Vater ist nicht da! Er wird nicht weit sein. Seht sie! Dieter! Ist denn der da? Ja, was gibt's? Ist der Bauer nicht drin gewesen? Wo ist der Michel? Wo sind die anderen? Michel! Kaspar! Hast du den Vater nicht gesehen? Nein. Warum? Jetzt frag nicht lang und steh nicht umeinander. Suchen halt! So schau doch, wo der Vater ist! Ja, wo soll ich denn schauen? Er wird schon wieder kommen. Wo kommst denn du her? Ich hab den Breinl schon beschlagen geführt. Ist dir der Vater eh bekannt? Nein. Dass er noch mal ins Dorf hab ist. Ja, such noch den Wirtshaus, da triffst du noch mal gewiss. Ja, ja, hat, hat. Das geht nicht gut aus. Bist du da drin? Ah. Ah.
Es bleibt wenig mehr zu erzählen. Kaspar, dem die verstörte Mutter das Anwesen übergab, konnte es mit dem Gelde, das er sich erheiratete, gerade noch erhalten und kam jahrelang nicht recht in die Höhe. Der Michel aber nahm Dienst bei einem Bauern in Weix und hatte Mühe, sich Anerkennung zu verdienen. Man hieß ihn den lateinischen Knecht und blieb lange misstrauisch gegen ihn. Er ließ sich nicht irre machen und schaffte redlich weiter, doch kam er nicht in die Höhe und blieb ein Dienstbot sein Leben lang. Die Stasi vom Lukas heiratete nach Jahr und Tag den Moosreiner in Aufhausen und wurde eine rechtschaffene Bäuerin.